So, und wie versprochen, fangen wir jetzt an mit Hitman. Und zwar dem ersten Teil von der Trilogie, von der Neuauflage. Ich nenne es einfach mal Neuauflage. Und schauen uns das Ganze mal an. Ich kenne es persönlich noch nicht. Ich habe es bisher nicht gespielt. Ich habe es bisher mir immer nur angesehen. Bei Hand of Blood zum Beispiel als Zusammenschnittfassung und Co. und bei anderen YouTubern. Und finde es eigentlich sehr interessant. Guck mal nach dem englischen Titel, Wally. So, drücken Sie A. Ich habe aber kein A. Drücken Sie Eingabe zum Starten. Okay, Datenschutzrichtlinie. Wie man sieht, ich habe es noch nicht gespielt. Ne? Wer sind wir? IO Interactive. Ich bestätige, ja, ich habe sie gelesen. Ist auch die größte Lüge auf der ganzen Welt. Aber nun gut. Mit Hitman-Servern, okay. Warum wird mit Hitman-Servern verbunden? Deutsch, Untertitel? Wir sind schon im Spiel. Ich kenne, wie gesagt, Hitman nur von den ganz alten Teilen und dort habe ich auch nicht hingespielt damals. Das kam halt in so einer sehr, sehr zeitkritischen Phase mitunter raus. Okay, das ist Standard. Und Standard sieht sehr gut. Okay. Okay. Sieht ganz nett aus, ja. Ja, doch. Ist ein bisschen laut, oder? Na, mal gucken. Ich habe, wie gesagt, noch nichts eingestellt. Apropos, noch nichts eingestellt. Spielmechanik, was haben wir denn hier noch? Einfach ein... Ja, Audio. Ich glaube, das ist gar nicht so lästig. Surround brauchen wir nicht. Warte mal, ich mach mal Stereo, weil Surround ist hier völlig Blödsinn. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the Handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like? Taking lives. Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Interessant, interessant. Gute Sprecher. I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Wir haben alles vergessen. Welcome to Advanced Mission Training. Was? This operation originally took place in Sydney. The target was Calvin Ritter, infamous cat burglar, also known as the Sparrow.
You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target and exfiltrate, all without arousing suspicion. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Mm-hmm. Good luck, Initiate. Okay, also sneaky, ja? Wir müssen very sneaky sein. Wow. You exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target. Okay. Steuerung mache ich Instinkt. Da oben ist mein Target. Wir haben also Instinkt. Das ist sehr gut. Aber guck doch mal. Können wir nicht rauszoomen? Was ist der hier? Was macht der da hinten? Überwältigen Sie den Mechaniker? Okay, mache ich. That mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quietly. Verkleiden Sie sich als Mechaniker. You put on his clothes. That's a first. Might just work though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious though. Some people are more observant than others. Not bad, Initiate. Okay. Before you move on, I suggest you hide your tracks. Okay. You have a much greater chance of success if your actions go undetected. The toilet should do the trick. Welche Toilette? Ach, die Toilette. Was liegt da? Gucken wir mal. Wir nehmen den erstmal mit hier. Das funktioniert ganz gut. Der ist ja nackig. Was ist das hier? Derzeitige Verkleidung liegt hier nochmal rum. Okay. Was war da hier? Achso, das ist die Tür. Speichern und laden. Das Spiel speichert automatisch. Sie können im Menü manuell speichern und laden. Drücken Sie Escape, um das Menü aufzurufen. Okay. Und wir könnten manuell immer speichern. Gibt es auch einen Quick Save? Wahrscheinlich nicht. Warte mal, ich guck mal in die Option. Gibt es nicht. Nee, es gibt keine. Aber ich kann es ja trotzdem mal probieren. F5? Nö, gibt's nicht. Wahrscheinlich, dass man genauer überlegt, was man hier tut. This uniform should get you access through the staff entrance. Just act normal. Ich bin immer normal. Hold on. That mechanic with his back turned, he's what we call an enforcer. He knows his crew and he'll see right through your disguise. So stay out of his line of sight. Okay, verstanden, ja. Ach, der da. Ich hoffe, der dreht sich nicht um. You're in. Well done, Initiate. Right. Now for the tricky part. Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. Curated with so much love and care. It's okay. If this is what Mr. Ritter's yacht looks like, I wouldn't mind seeing that. So viel Chatter, so viel erzählt. Ah, die wissen doch, wer ich bin, oder? So, wir schauen uns erstmal um hier. Darf ich hier hoch? Ich bin da vor der Crew. The target's private deck. Now we're getting somewhere. Ah, but according to Intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. So tread carefully. Okay, wir wohnen gerade. Ja. Ich hab's verstanden. Er hat uns entdeckt, beziehungsweise findet uns. Ich glaube, das ist er, ne? Okay, wir kommen da nicht hoch, so ohne weiteres. This is not the goddamn hangar, son. Can't have any grease monkeys tinkering about here, okay? Wer ist er da? Der sieht so seltsam aus, dass er jetzt hier hochkommt. Darf ich hier lang, ja, ne?
Hey, der Koch. Gegenstände werfen. Wenn Sie Personen mit stumpfen Gegenständen bewerfen, werden diese bewusstlos fallen und nicht getötet. Falls sie gefunden werden, werden sie aufgeweckt. Den Untertiteltext, warte, ja, warte, ich guck mal, ob das geht. Berechtigter Einwand. Untertitel, mal gucken. Schriftgröße, kann ich. Ich mach die mal erstmal auf 28, ne, statt 22 und dann gucken wir nochmal, okay? Achso, warte mal. Werfen. Well, that's gonna leave a mark. Good thing we have insurance. Okay, erstmal ziehen wir uns um. Dann müssen wir den irgendwie. Ah, hier ist was, glaube ich, ne? Ihr braucht eindeutig einen größeren Fernseher. Was könnte man da vergiften? Vergiften ist immer gut. Können wir den wieder mitnehmen? Ja. Können wir den wegpacken? Aber ich glaube, ich komme so durch, ne? Hi. Fällt es auf, wenn ich einen Schraubenschlüssel in der Hand habe? Nee, ne? Drücken Sie Feststelltaste. Okay. Okay. So, macht bei ihr Platz. Also bitte. Ich probiere es mal. Ich bestätige. So. Ah, wir kommen jetzt durch. Sehr schön. Ich verstehe. The target will spot you if you get too close. To eavesdrop on his conversation, try and find a way to blend in. Ah, okay. Ich muss. Ach, da soll ich hin. Back already? Buddy, you're making us look bad. Chew your food, why don't you? Blending in, I see. Well done, initiate. So, was soll ich jetzt warten? Beobachten Sie die Zielperson. Mache ich. Ist es mit dem Dialog besser? So good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No. Not before six. My wife is very insistent about that rule. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Nice impression. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white. This could be useful. A toast to the future. To the future. Well, I get sick. Okay, geht da weg. Wir könnten also theoretisch hier vorbei, ne? Aber die können uns nicht entdecken hier. Clearly, Ritter doesn't want to be disturbed. Try sneaking around the back. Aber schön, dass sie uns hier Hinweise geben. Es kommt kein Untertitel. You're on the right track. Stay put. Warte mal, die Musik ist, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen zu laut, zumindest dafür. Ich kann es nicht hören. Aber ich soll ja hier hin, oder? Now is your chance. Use your silent pistol or the client will notice. Was? Pistole? Oh, ich habe eine Pistole. Wird beim Filzen entdeckt, okay. Just a moment, Mr. Norfolk. Holy mother! Your target is down. Now head calmly towards an exit.
Okay. Kann ich da noch irgendwas machen? Überwinden? Nö, ne? Das war's schon, ne? Nicht sie getötet. Hätte ich den töten sollen? You have been compromised. Quickly. Try and lose them and change your disguise. Okay. Kapitulation vortäuschen. Look, I don't want to burst your bubble here, but you look like a real jerk off in that disguise. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Stop right. Not so tough now, are you, buddy, huh? Ja, Entschuldigung. Oh. Come on, you bull. Wie kriege ich hier meine Waffe wieder raus? So? Ich glaube, das war nicht richtig. Das war nicht richtig. Aber das ist gut. Okay, hier. Huh. That was a tad extreme. I should tell you, ICA clients rely on our discretion and dislike collateral damage. Mhm. Okay, also den anderen umzubringen ist nicht gut. Habe ich jetzt gelernt. So, werden wir mal schnell abhauen? Hat keiner mitbekommen. Oh, tschüss. Sie suchen schon. The red car marks your exfiltration point. Simply push the button and you're in the clear. Okay, ich drück den Knopf. Advanced mission training complete. And may I say, elegantly done, initiate. Danke. I guess my hunch was right about you. I look forward to the final test. Aber eine angenehme Stimme hat sie, ja? Unsichtbarer Killer. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They could only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint. He could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Mir gefällt es, muss ich mal sagen. Vor allem, weil es scheinbar sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten... Welcome back, Initiate. As an ICA agent, das Ziel zu erreichen every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. Okay. Freies Training. Vor Ihrer Abschlussprüfung dürfen Sie noch einmal den Ritterauftrag durchlaufen. Sie können Ihre Vorgehensweise frei wählen und sich an den Herausforderungen orientieren. Wir empfehlen Ihnen, so viele wie möglich zu absolvieren. Ach, guck mal. Was gibt's denn nur für Notfälle? Ach, das sind die Herausforderungen, nicht zum Verzehr geeignet. Das hatten wir schon gesehen mit dem Gift, dass wir wahrscheinlich das Essen hätten vergiften können. Das könnten wir auch tun, ne? Lenken Sie eine Wache mit einem Generator ab, Kleingeld. Ah, werfen Sie zur Ablenkung eine Münze. Okay. So, beliebige Methode, freies Training. Ja, dann wollen wir doch mal, ne? Was haben wir denn? Wir gehen ja einfach mal volle Hütte mit der Waffengewalt durch. Fernzünder, Dietrich? Ich nehme ein paar Münzen mit. Ablenken ist super. Eine geworfene Münze ist eine effektive Methode, jemanden abzulenken. Personen, die Münze hören, gehen dem Geräusch nach. Finden Sie eine Münze, heben Sie diese auf, halten Sie rechts gedrückt, um zu zielen, und drücken Sie links, um eine Münze zu werfen. Einverstanden. Jetzt ist mir aber das Inventar immer so kompliziert hier zu erreichen. Warte mal. Können wir, warte mal, ist hier irgendwas belegt auf der Taste oder auf der Taste? Nein. Okay, dann lassen wir das Spiel gleich noch anpassen. Ich hoffe, das funktioniert. I wie Inventar nehme ich mal stark an, genau. Und dann hätte ich bitte gerne das hier, dass das irgendwie weg... Maustaste 3 ist wegstecken. Okay, wegstecken Waffe ist hier. Ah. Okay. Okay. Funktioniert. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn für Möglichkeiten? Wir schauen uns erstmal hier um. Wir könnten ins Wasser springen. Ich glaube, das ist aber nicht die Möglichkeit, die wir haben sollten. Wir könnten noch sofort ihn hier überwältigen.
Wie wär's denn eigentlich? Das könnten wir doch sofort machen. Würde das auffallen? Warte mal, können wir mit ihm sprechen? Nee. Huch. Was ist denn, wenn wir den... Warte mal, vielleicht klappt's ja. Okay, klappt nicht. Wo ist die Mütze? Da ist sie. Herausforderung. Sie haben eine Herausforderung abgeschlossen. Durch den Abschluss von Herausforderungen erhöht sich Ihr Meisterschaftslevel. Im Menü finden Sie die vollständige Liste der Herausforderungen. Drücken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt F1, um einen Blick auf Ihre Missionsinformation zu werfen. Okay, verstanden. Ja, ja, komm, komm. Ich weiß ja nicht, ob der... Oh, das war eine zu viel. Entschuldigung, ich brauch mal eine Münze. Okay. Hier, nimm die Mütze. Jawohl. Okay, kampfunfähig machen, haben wir. So, können wir ihn anziehen? Guck doch mal. Wir nehmen unsere Münze mit. Haben wir noch eine Münze hier? Nee. So, und dann nehmen wir ihn irgendwie... Ich hoffe, das funktioniert. Halt, meine Münze mitnehmen. So. Nee, reden ist nicht Priorität hier in dem Spiel. Ist aber auch nicht so schlimm. So, ich glaube, hier hinten kommt keiner gucken. Bei den ganzen Waffen hier drinne. Ich glaube, das ist hier safe. Das ist hier safe. So. Okay, dann vorne geht er gerade los. So, ich bin eingeladen hier worden. Hi. Dankeschön. Passt doch. Passt doch. Was ist denn eigentlich unter Deck? Huch. Unbefugtes Betreten? Ja, dann lassen wir das mal. So, die kennen mich alle. Das ist ja super. Ich würde mal sagen, die Verkleidung funktioniert. Ach nee, wir müssen uns erstmal... Wo ist er denn? Hallo? Mr. Ritter, I'm Terry Norfolk. Mr. Norfolk, we meet at last. So good of you to fly down. Shall we? Lead the way. Oh, guck mal, wir sprechen diesmal auch gar nicht, sondern gehen gleich in die Vollen. Ich könnte auch hier direkt überwältigen, aber ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Impressive. Not a man of simple taste, that Calvin Ritter. Saw this painting, an original Gorka. Thing is, I could have sworn it was stolen from the... Hi. Mr. Norfolk, how are you? Fine. Mach mal Tür zu hier. Tja, das war kein gutes Gespräch, was wir hatten. Er hat einfach abgebrochen. Das ist lustig. Ich glaube, es ist auch keine Herausforderung hier, ne? So. Once again, great work initiate. This exercise is available for as long as you need. When you are ready to advance, you have only to let us know. Es hat Spaß gemacht. Also ich finde es wirklich genial, dass man hier unterschiedliche Arten und Weisen von Lösungen hat, ne? So, wir gehen in die Abschlussprüfung. Ja, oder wollen wir noch ein freies Training nochmal machen?
mir ist es wurscht, ne? Ich glaube auch, dass es kniffliger wird. Das ist jetzt nur Übung. Deswegen, wir gehen mal, wir können ja später immer weiter trainieren, hat sie ja gesagt, ne? Wir machen mal Abschlussprüfung, mal gucken. Mehr als verlieren können wir nicht bei der Abschlussprüfung. I just got word. Romania was a dead end. You're saying that he lied? Place is real enough, deserted. But we found no trace that your man was ever there. Or anyone else for that matter. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course. But frankly, it's as if the Earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'll be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. The final test is based on an authentic 1979 mission. The high point of Training Director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, okay. Eliminieren Sie. Information einsehen. Wir gucken erstmal. Trainingsdirektor Sodas Plan. Trainingsdirektor Sodas, eine Legende des Kalten Krieges, gilt als bester ICA-Killer seiner Zeit. Heute ist er allerdings in erster Linie paranoid und hält sie für ein Sicherheitsrisiko. In der Hoffnung, sie werden den Einsatz nicht überleben, hat er die Regeln für ihren Abschlusstest seinen legendären Einsatz aus dem Jahr 79 deutlich verschärft. Wir müssen also irgendwie gewinnen und falls sie Sodas Leistung dabei übertreffen, wäre das wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Das finde ich auch, ne? Okay, wir haben, was haben wir denn in unserem Inventar? Eine Klavierseite, wir haben Münzen. Münzen ist immer super. Okay. Münzen wollte ich. Okay. Die packen wir erstmal weg. Wir könnten jetzt theoretisch die eine Wache uns hier rüberholen, ne? Warte mal, wir gucken mal. Wir haben da, da hinten ist unser Ziel. Dort ist eine Wache, wir kommen aber aus der Ecke nicht raus. Wir müssen vielleicht einfach mal das hier tun. Pass mal auf. Hey, hey, you hear me? Think we might have some disturbance. Mist. Schon passiert. Toll. Die Kleidung ist kompromittiert hier, ne? Oder? Warte mal. Nee, ist nicht kompromittiert. Okay. Ich sollte ihn nicht das Genick brechen, oder? Wir nehmen noch die Waffe. Ich kann ihn aber nicht. Doch, ziehen kann ich. Hä? Jetzt, ja. Huch. Also rennen kann ich auch nicht. Kann ich den hier im Kofferraum ablegen? Nein. Aber wenn ich ihn hier... Oh, das ist ein Hammer. Belauschen. Einige Gespräche sind informationsreicher als andere. Hören Sie genau hin. Okay. Ja. So, Jasper Knight is leaving Cuba on a Soviet fighter jet, but first he needs to test the jet's safety features. Huh. Say you could somehow tamper with the ejector seat mechanism. You could presumably get Knight to trigger his own demise. Das klingt gut. That might just work. Das klingt wirklich gut.
Warte mal, Herausforderung. Ach du Gott, wie viele. Also, sowas ist ja genial im Sinne von Wiederspielwert von einem Spiel, ja? Hammer Time. Okay. Na, wir gucken mal, was wir hier. Hier haben wir erstmal einen Hammer. Den nehmen wir mit. Und den packen wir weg, dass wir den nicht sehen. Und ich glaube. Ja, bleibt der jetzt. Ach komm. Okay, war nicht gut, aber. Das ist, weil hier die Regeln verschärft sind, ne? Eine Knarre brauchen wir nicht weiter. Verstecken können wir ihn hier nicht weiter. Ist hier noch irgendwas? Nö. Untersuchen Sie das Sicherheitsprotokoll des Jets. Wie weit kann ich mich... Oh, der kennt uns. Da müssen wir aufpassen. Der hat ein Pünktchen drauf, ne? Können wir hier hinten durch, ja, ne? Aber ich glaube, die lassen uns nicht durch, ne? Oder? Haben wir eigentlich unsere Mütze wieder zurückgeholt? Nochmal ein Hammer. Mist, jetzt kommt der Typ auch noch zurück. Haben wir irgendwas zu verstecken hier? Nee, ne? Mütze mitnehmen? Danke. So. Ich meine, der liegt ein bisschen offen hier, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich kann es leider nicht ändern. Ich hoffe, der wird nicht gesehen. Aber er kennt uns. Aber wir könnten... Moment mal. Mist. Come on, come on. You there? There's a naked male here. Very dead. Very death? Okay, ich glaube, das ist besser, ne? Ach, hier. Das habe ich nicht gesehen. Wie viel können wir da reinwerfen? Nur ein oder mehrere? Sehr schön. Können wir dich auch da noch reinwerfen? So. Da sind zwei. Der Typ ist da oben. Aber der interessiert uns ja erstmal nicht, weil wir wollen ja den Jet kaputt machen, ne? Hier könnten wir hochklettern, wie es scheint. Und hier lang. Ah, das ist alles benutzbar. Der Typ ist vorsichtig. Da müssen wir aufpassen. Mal gucken. So, was müssen wir jetzt machen? Informationen einsehen. Laut Sicherheitsprotokoll muss Jasper Knight vor dem Abflug einen Sicherheitscheck absolvieren. Dieser Sicherheitscheck wird von zertifizierten Flugzeugmechanikern ausgeführt und beinhaltet auch einen Schleudersitztest. Wir brauchen Mechaniker.
Den da zum Beispiel, oder? Verbotenes Objekt, okay, das müssen wir gleich noch machen. So, beseitigen. Wie kann ich das verbotene Objekt... Kann ich das... Ach so, ablegen. So. Damit wir kein verbotenes Objekt haben. Und jetzt dürften wir theoretisch... Was war denn da mitnehmen? Ein Schraubenschlüssel. Das ist kein verbotenes Objekt. Jetzt können wir... Kennt uns jemand? Nee, ne? Da ist ein Schalter. Was ist das für ein Schalter? Ach, ein Feueralarm wahrscheinlich, ne? Ja, wollen wir nicht. Und jetzt können wir uns unauffällig hier drüben hin bewegen. Ohne, dass wir gesehen werden, richtig? Ja, ja, ja. Right. Now to set the trap. The ejector seat mechanism has been disabled. You may need a tool to re-enable it. Haben wir. Gelegenheit genutzt. Gelegenheiten enden vor dem eigentlichen Todesstoß. Die Falle ist gestellt. Holen Sie jetzt Jasper Knight und leiten Sie ihn durch die Prozedur. Well done, Initiate. I dare say this is an accident waiting to happen. Oh, der Typ ist, da müssen wir vorsichtig sein. Der kann uns erkennen. Wo müssen wir denn hin? Wo ist er denn? Da drüben. Oder er kommt von selber jetzt gerade. Aber den werde ich hier nicht so ohne weiteres los. Nee, den muss ich holen. Tag schön. Wo ist sie? Hier ist die Treppe. Darf ich hier? Ich darf hier hoch, ne? Kommandante? Ich könnte natürlich jetzt auch voll eine rüberpfeffern, ne? Hi. Hi. So, Informationen einsehen. Knight hat sein persönliches Schachbrett dabei. Er scheint in eine besonders schwierige Partie vertieft zu sein. Keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwas gesetzt. Jasper Knight, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Ugh. Must we really? Is it dangerous? Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a safety protocol? Meinst du, ich hab ganz Kuchen auf dem Fersen? Is it going to do that thing where it flips on its head? I don't like that one bit. Not one bit. Don't worry. You're in good hands. This way, please. So are we doing this or what? Hello? You, Grease. Ja doch, ja doch, ich... No, unbelievable. Was ist denn, Mann? Hey, falsche Tür. Mr. Knight, we did some readjustments to the jet, and we'll need to do another safety check. Is this strictly necessary? Watch it. Well, very well. Du komm. Ja, der Typ ist immer noch da unten. Wer bist du denn? Ich hoffe, der sieht uns da unten nicht. Aber ich glaube, wir müssen eher auf die andere Seite, wo die Leiter ist hier, ne? Komm. Da. Hier bitte hoch. Und dann bitte alles probieren. Hier, komm. Überwältigen? Nee. Komm, mach den Check. Bitte. Oder muss ich... Hier, ach so. Ach so, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. All right. Easy. One step at a time.
Na, ist aber sehr vorsichtig. Step 1. Strap yourself in. Wir hätten den doch auslösen können, ohne dass er sich anschnallt. Step 2. Locate the ejector seat handle. Okay, er hat ihn. Und? Step 3. Pull the ejector seat handle. Right. Here it goes. Pull. Target down. You did it. Now head towards an exit. Und kein interessiert's gerade? Dass der gerade abgeschwebt ist? Kein interessiert's. Oh, stehst du mir im Weg? Aber er hat einen schönen Abflug gemacht. Wie ich finde. Okay. Sieht jemand was? Nee, ne? So. Und Knöpfchen gedrückt. Das waren mehr Wachen als vorher? Congratulations, Agent. You are cleared for field duty. Tada! I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. Der ist irgendwie nicht erfreut. So what happens now? You go back into the world. Disappear. Stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. Catalina. The trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name. Nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. So ein Becken ist genial. Das ist nicht genial. You were always the best. Nobody ever came close. You defined the art, and it defines you. Your actions have changed the world. Powerful men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? As your handler. I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me. Ist das der Bösewicht?
Der böse, böse, Bösewicht? Erstellen Sie ein gratis Konto, um bei Himmel auf den neuesten Stand zu bringen. Sie hatten Zugriff auf Newsletter, Umfragen, Werbegeschenke, Benachrichtigungen. Später. Später, 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 später.